Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute bin ich in Peretzhofen. Will mir Turmfalken anschauen. Ich hoffe, dass ich ein paar vernünftige Bilder bekomme. Da im Kirchturm hinter mir seht ihr die Spitze, da wohnen welche. Und ich habe auch Brieftauben gesehen. Vielleicht gelingen mir da auch ein paar Aufnahmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Bevor der Regen kommt, schaffe ich es hoffentlich noch. Und wir sehen uns gleich auf dem Weg. Ciao. Also hier kann man wirklich einen schönen Spaziergang machen. Hier hinten ist der Kirchturm von Peretzhofen. Das heißt, einfach irgendeinen Weg wählen hier rundherum um dieses Dorf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zwischen 7 Kilometer, 12, whatever. Faktisch kann man sich nicht verlaufen. Einfach irgendwelche Feldwege nehmen. Es gibt auch eine gute Beschriftung für Fahrradfahrer hier. Da können sich natürlich auch Wanderer daran halten. Ich bin jetzt etwas weniger optimistisch geworden, was die Falkensichtung anbelangt, weil es hat jetzt angefangen zu regnen. Aber ich komme hier bestimmt nochmal her, verfolgt weiter den Kanal. Irgendwann mache ich hier ein Update. Das Falkenweibchen brütet oben im Turm. Das Männchen, da habe ich auch schon ein Bild gemacht, das zeige ich euch jetzt gleich. Das schneide ich nachher mit dazu vom Männchen. Das ist hier fleißig auf Futtersuche, aber jetzt bei Regen wahrscheinlich auch nicht mehr. Und was ich auf jeden Fall noch zeigen werde, ist, weil das habe ich vorher schon erlebt, da hat mir ein ganz netter Herr seine Taubenzucht gezeigt. Und da zeige ich euch ein paar Bilder. Das ist wirklich sehr faszinierend. Das sind Brieftauben dabei, aber auch Tümmler kroatischer Abstammung. Und die Brieftauben, die liegen hunderte von Kilometern zurück in einem Kasten. Unheimlich viel Power, unheimlich viel Kraft. Also wirklich faszinierend. Er kümmert sich liebevoll um diese Tiere, ist ein großes Hobby. Hat er auch übernommen von seinem Vater, Großvaterseits. Das heißt, viele Grüße, falls du das siehst. Und danke nochmal fürs Zeigen, war super, super spannend. Und das ist eine ganz eigene Community. Und eine von den Tauben hat er mir erzählt, die ist sogar von Le Mans hier zurückgeflogen, 800 Kilometer oder wie viel das waren. Und das ist wirklich eine sehr faszinierende Geschichte. Vielleicht noch ein Wort zu den Falken. Hier brüten ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich Falken in dem Kirchturm. Und die werden zum Teil auch markiert. Und was total interessant ist, dass ein Falke leider tot aufgefunden worden ist in Spanien. Der ist hier aber geboren und groß geworden. Das heißt, auch Falken haben hier nicht nur einen Umkreis von ein paar Kilometern, sondern legen erstaunliche Wege zurück. Thank you.